Herzlich willkommen zu meinem 10. Video aus der Reihe Scratch Cover. Hier geht es jetzt um Boolsche Ausdrücke und Werte. Was ist das? Boolsche Ausdrücke können zwei Werte genau annehmen, wahr und falsch, im Englischen true und false. Aus der Informatik kennen wir das vielleicht 0 und 1. Das heißt, entweder ist es wahr oder ist es falsch. Das hängt eng zusammen mit der Möglichkeit, wie Cara seine Welt eben sehen kann. Wir haben das in einem der vorigen Videos schon besprochen. Ich habe das hier aufgeführt. Mit Mushroom Front, Mushroom steht hier für das englische Wort für Pilz. Kara kann also sich fragen, ist jetzt ein Pilz vor mir oder ist er nicht vor mir? Ja oder nein? Stehe ich auf einem Kleeblatt zum Beispiel, kann sich Kara fragen, ist ein Baum vor mir, ist ein Baum links von mir, Tree Left, und ist ein Baum rechts von mir? Und mit diesen fünf Boolschen Ausdrücken, das heißt ja oder nein, trifft es zu, trifft es nicht zu, ob ich jetzt zum Beispiel vor einem Pilz stehe, versucht dann Kara sich in seiner Welt zurechtzufinden. Das ist auch wichtig für ihn. Denn wenn Kara zum Beispiel sich nicht die Frage stellen würde, ob ein Baum vor ihm ist, würde er in den Baum hineinlaufen und wir hätten eine Fehlermeldung des Programms. Wie die praktische Beispiel, Übungsbeispiele zu diesen Boolschen Ausdrücken werden wir gleich besprechen. Vorweg einmal der Hinweis, dass es hier eben im Editor Boolsche Ausdrücke gibt. Ich zeige es auch hier gleich im Original. Und hier finden wir dann genau diesen Mushroom Front, On Leaf, Tree Front, Tree Left und Tree Right. Und hier befinden wir Möglichkeiten, wie man das, diese Kombinationen von Boolschen Ausdrücken verwenden kann. Dazu aber gleich mehr im nächsten Video.